Jo Leute, willkommen zurück zu Killing Room, dem Wunschvideo von heute. Gleich vorab, am 23. gibt es kein Wunschvideo, also morgen gibt es kein Wunschvideo. Es stimmt also heute in diesem Video für den 24. ab. Liegt daran, dass ich heute, also für euch heute, woanders in Dortmund bin und dementsprechend erst relativ spät abends nach Hause komme und dann keine Zeit mehr habe, einen passenden Wunschtitel aufzunehmen. Das heißt, da geht es leider überhaupt nicht. So, ich hoffe, das stört keinen und dementsprechend, ja, starten wir mal das Wunschvideo hier. Oh, das ist sogar gar nicht mal schlecht. Gilgamesch ist stark. 195 cm, 85 Kilogramm, ist nicht schlecht. Je athletischer ihr seid, je größer ihr seid, habe ich zumindest das Gefühl, desto schneller seid ihr. Je schwerer ihr seid, desto mehr Verteidigung und Leben habt ihr, aber dann weniger Ausdauer und Geschwindigkeit. Also der müsste jetzt eigentlich sogar relativ laufstark sein, der Charakter. Dürfte aber wenig Verteidigung haben und wenig Leben. Man muss halt die 5% von Gilgamesch abziehen. So. Ich hatte schon einen, der war 2 Meter und dann hatte der kaum was an Gewicht. Ich glaube irgendwie 90 Kilo oder so. Und der war irre schnell, aber hatte, glaube ich, irgendwie so 33 oder 35 Leben. Ja, 41 Leben hätte der eigentlich gehabt. Einmal da, einmal da. Moment. Das vergesse ich immer. Licht aus. So. Okay. Ich würde sagen, erfolgreicher erster Raum, wenn ich jetzt nicht getroffen werde. Schön im Sprung erwischt. Sehr geil. Okay, gehen wir mal hier rein. Eins, zwei und erledigt. Ach nee, nicht schon wieder. Ich würde eigentlich gerne mal wieder andere Waffen finden. Also. So, Triple Kill. Ja, die Rätselzeit erhöht sich. Wow. Ja, freu dich mal nicht so. Das Ding ist scheiße wie sonst was. Ich hätte mir durchaus Besseres vorstellen können. Gut. Passt. Okay. Es leben alle noch. Warum gibt es hier nichts mehr zu explodieren? Da hinten? War da noch was? Nee. Okay, 1, 2, 1, 2. Ich hab. Okay. Und jetzt müssten wir einmal kurz gucken, dass die wieder zusammenkommen. Triple Kill. Okay. Okay. Ein Entchen wäre ganz cool. Natürlich kriege ich keins. Und vergiss es auf gar keinen Fall. Ich habe die Dinger nämlich immer noch nicht verstanden, wie die funktionieren, wie die rechnen. Ob es da irgendwie eine bestimmte Menge an Leben gibt, die er mir abzieht, oder ob er zu der und der Prozentigkeit nur abzieht. What the shit? Ach, nicht auf den Roboter schießen. Okay.
Okay, wird das ein guter Run? Oh, Wunder. Kann ich mir Wunderkind kaufen? Oh nein, ich kann mir Wunderkind nicht kaufen. Wunderkind ist, dann kriege ich im Charaktermenü jeweils. Kriege ich pro Runde jeweils ein neues, einen weiteren Charakterpunkt. Jo, geil. Wunderkind könnten wir jetzt gerade super gebrauchen, um das auszugleichen. Wir nehmen ihn. Der Roboter hat mir das übel genommen, dass ich auf ihn geschossen habe. So, wir machen das so. Ich werde den Boss besiegen. Und dann werden wir ein schlechtes Item mitnehmen. Weil viel schlechter als Parkheimer gibt es kaum was. Ich meine, klar, wir können einen Fuß verlieren. Aber ganz ehrlich, das ist schon eine der schlimmsten Sachen. Selbst Raucherlunge ist nicht so schlimm wie das Ding. Finde ich zumindest. So. Nope, du bist das nicht. Du warst da auch. Also im Shop war der auch nicht. Ich weiß, wir hatten zwei. Waren die beide in den ersten Nebenräumen? Wow. Und es ist. Bitte was? Gegnerische Angriffe kosten 20% deiner Gesundheit. Wow. Es wird eine ganz kurze Runde. Es wird eine sehr, sehr kurze Runde. Boah, und ich habe gedacht, es könnte nicht schlimmer kommen. Zack, zack, zack. Beste. Jetzt gib mir wenigstens was Vernünftiges. Ach. Thors Hammer und die Schere. Jo, es wird eine ganz, ganz kurze Runde. Prezi und Schaden. Und dann können wir eigentlich nur Verteidigung, die kriegen wir sowieso nicht mehr vernünftig voll. Dementsprechend lassen wir uns einfach nicht treffen. Hoffe ich. Und hier nehmen wir die. Feierabend. So, eventuell habe ich vergessen, die Aufnahme wieder zu starten. So, aber ist ja noch nicht viel passiert. Ich kriege sowas von hundertprozentig Schaden. Und dann sterbe ich hier. Kostet das eigentlich erst 20%, wenn ich bei Gesundheit bin? So, Moment. Wir müssen uns auf unser Glück verlassen. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Weil anders werde ich nicht mehr glücklich hier. So, wir sind wieder bei 60%. Ja, ich könnte nicht mehr eingefroren werden. Das bringt mir aber gerade alles nichts. Und alle Schusswaffen, die du findest, haben einen zusätzlichen. Wow. Sag, you're lucky me, als Maul. Toll, ein Magazin mehr in Waffen, die ich finde. Ganz ehrlich, was soll der Schwachsinn? Hä?
Der hat 41,09 oder was? Ach, 40,09 oder was? So, da ist ein Rätsel drin. Mal gucken, welches. 1413. Und Puzzle Solved. Ach, ich wusste, dass spätestens hier einer von... Hat er mich erwischt? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich hoffe es einfach. So. Wir gehen einmal zurück und... Ich würde sagen... Ich hätte die Waffe gar nicht erst wegpacken sollen. Eins und... Moment, einmal nachladen, weil ich hätte gerne hier einen Doppelkill. Doppelkill. So. Ich hasse solche Räume, wo du reinkommst und eigentlich fast instant von irgendwas erwischt wirst. Es sind so unfaire Räume, aber davon gibt's ultra viele, vor allem auf der zweiten und dritten Ebene. Danach nehmen die sogar eher ab. Achso, stimmt, den muss ich auch killen. Das sind 5000 Coins. Dollares. Shiny. Okay. Kaufen wir uns jetzt, dass wir nicht eingefroren werden können. Hallo? Danke. Ich glaube ja. Und meine Mäuse machen Randale. Neues Futter bekommen und jetzt können sie erstmal Big Party machen. Die laden sich jetzt wahrscheinlich andere Mäuse ein und zeigen denen, was es zu fressen gibt. Lucky me? Was war daran lucky? Wir haben es gesehen, wir haben es gekauft. So. Einfach, damit ich mobil bleibe, auch wenn der Frosty the Snowman da mich gleich irgendwie mal mit dem Eisstrahl erwischt. Wir brauchen auf jeden Fall Pferdelung oder irgendwie so einen Schwachsinn. Meine Ausdauer ist so am Arsch, das gibt es gar nicht. Eigentlich brauche ich was Ausdauer steigert und nicht die Pferdelunge, die einfach nur für die Regeneration davon ist. So, einmal nachladen und einmal den als erstes. So. Okay, das ist blöd gelaufen. Ach, was hätte ich jetzt gerne? Die Shinigami-Augen. Warum? Warum? Warum existiert so ein Raum? Aber irgendwie hat mir der Angriff jetzt nur 6% Schaden gemacht. So, ein blutiger Kill. Warum hat das eigentlich keinen Doppelkill und Triple-Kill gegeben? Eins, zwei, drei. Und blutiger Kill. Und noch ein Gore-Kill.
Try it, baby, try it. Was? Ja, mal was gewonnen. Ich hab was gewonnen? Wow, ich hab 3000 Gold bekommen. Super. Das bringt's. Das wird mir den Arsch retten. Nicht. Ach komm schon, das ist doch nicht dein Ernst. Du hättest mir zwei gute Items geben können. Das wäre was gewesen, aber nein. Dich haben wir nachgeladen, dich. Okay, wir haben alle nachgeladen. Zack. Headshot. Und erwischt. Wahrscheinlich ist dieses komische Ding, was ich aufgesammelt habe, nicht 20%, sondern 20% mehr. Ich kann es mir nicht anders erklären, sonst. Ich möchte aber gerne die Schrotze sammeln. Ja, komm. Haben wir noch? Du bist ja schnell, du kannst viel schneller schießen. You won't take damage from mealed Zombies. Okay. Dann müssen wir erstmal so weit kommen. Möchte ich einmal anmerken. Die beiden sind safe. Und dann die beiden. So. Das sind aber leider Scharfschützen-Zombies, wa? Also fliegende, nicht Meal-Zombies. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Verreckt dann. Kommt her. Okay, ist einer tot? Bitte sag mir, dass mindestens einer tot ist. Ah ja, okay, beide, dann wäre der Raum geklärt. Ich habe die nicht gesehen gehabt, diese Falle. Okay. Und einmal die nachladen. Die ist wichtig. So. Oh ja. Oh ja, Baby. Shit. Da sind drei von den Fliegern. Leck mich hart am Sack. Ich glaube, mit Streuung haben die mir sogar hat die mir sogar besser gefallen, die Schrotze. Okay. Und so, wie viel haben wir noch? Wie viel ist da drin? 6, 36. Gut, dann würde ich sagen, wird die leer geschossen, eventuell geswappt auf dieser Ebene. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo was Besseres finden. Und wenn nicht, so, perfekt. Oh, Flo. Jawoll. Yo, das ist wirklich lucky. Wenn wir jetzt noch Spider-Man-Outfit finden würden. Und die Hexe. Oh mein Gott, Spider-Man-Outfit und die Hexe, bitte. Bitte, 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 bitte. Ich bin auch ganz lieb und artig. Und ich esse auch mein Gemüse. Apropos Gemüse. Ich wollte was essen.
Zack. 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 Voll ins Gesicht gedrückt. Warum sehe ich meine Leben nicht? Ne, die sind auch in der Aufnahme. Sind die irgendwie buggt? Okay, bin ich jetzt unsterblich? Sag mal bitte, dass ich unsterblich bin und irgendeinen Glitch aktiviert habe, von dem ich nichts wusste. Also wenn ich einen Glitch aktiviert habe, dann wusste ich wirklich nichts von dem. So. Zack. Lucky me. Stimmt, wir haben Revolverheld. Wir haben Revolverheld. Ich sollte viel öfter die Pistole benutzen. Und wir haben Flo. Ich sollte viel öfter springen. Das ist wieder ein Scheißraum, aber trotzdem. Der muss nicht mal ganz so scheiße sein. Und was liegt da hinten? Liegt da echt zweimal der Baseballschläger und die Gartenschere. Da können die geilsten Waffen überhaupt liegen. Und was liegt da? Da liegt zweimal ein Baseballschläger und eine Gartenschere. Du willst mich doch hart an den Nüssen kraulen, oder? Also die habe ich genommen, weil ich dafür den Bonus habe, aber ganz ehrlich. Selbst mit dem Bonus ist mir das zu bescheuert, in Nahkampf zu gehen. Wobei, gibt extra Punkte. Aber wenn ihr Nahkampf-Kill macht, kriegt ihr extra Punkte. So. Oh, Moment. Okay. Du, verreib mal bitte. Moment. Ups. Schneller nachladen wäre auch noch so eine Sache, die ich gerne hätte. Und erledigt. Okay, nee, lassen wir auch erstmal liegen. Vergiss es. So, und jetzt wollen wir uns... Oh mein Gott, die Schrotze wird so voll gemacht, das gibt's gar nicht. Also die andere Schrotze. Die ich jetzt gleich holen werde. So, und zwar genau... Moment. Hopp, hopp. Pferdchen, lauf, galopp. Überstock und Überstein. Aber bricht dir nicht die Beine. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen, lauf, galopp. Nee, Moment, da war was anderes. Hopp. Und... Nepp. Hopp. Ab. 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 Wo ist denn...
Wo war das denn? Wo habe ich die Schrotze gehabt? War die doch hier? Ja, die sieht man ein bisschen schlecht. So. Jetzt gehen wir und holen uns die ganze Munitionskisten, die ich übergelassen habe. Ich glaube, 3 Stück müssten es sein. Das heißt, das sind 18 Schuss. Wenn ich recht habe. So. Hier nicht. Und wo war die denn? Wo war die denn? Zack, da drüben. Ja, da ist auf jeden Fall schon mal die erste. Hier war auch eine, definitiv. Waren das echt nur 2? Ich dachte, das wären 3 gewesen. Wahrscheinlich gucke ich mir gleich die Aufnahme an und sehe, ach scheiße, hat sie doch noch 6 Kugeln. Es könnte der letzte Raum sein für heute. Ich habe es noch gerade eben gesehen. Und weg. Und du bist auch weg. Und das waren Stacheln. So. Damit wir... Bitte, 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 bitte. Ach nee, 2 schlechte Items. Wo ist das ein Glücksradgewinn, du Idiot? Du hast nur halbes Leben. Du kommst. Ich hab 20% Maximalleben. Lass da bitte jetzt einfach oben den Shop sein und ich wüsste nicht mal irgendein Item, was ich mir jetzt wünschen sollte, was mich so außer Scheiße rausholen würde. Komme ich auch gar nicht zu. Weil ich blöd bin. Boah, was ein scheiß Run. Boah, habe ich da Unluck gehabt. Boah, habe ich da Unluck gehabt. Boah. Das war ein scheiß Run. Aber da sieht man mal wieder, ja, Killing Room ist halt absolutes Glücksspiel. Also Killing Room ist wirklich, eins der härtesten Glücksspiele, das ich kenne. Wenn ihr Pech habt und ständig schlechte Items kriegt, dann könnt ihr dann nichts machen. Also da geht gar nichts. Und wenn dann sowas kommt, dann ja, ist der Run halt mal auch ruckzuck vorbei. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Killing Room. Wie gesagt, morgen kein Wunschvideo. Ihr stimmt jetzt für den 24.02. ab. So, dementsprechend... Moment, 24.02.? Ja, 24. Für den 24.02. stimmt ihr ab. In diesem Sinne, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.